Im Moseltal ist die erste Kienheimer Oldtimer Ausfahrt. Denk an deine Anhängerkupplung. So, jetzt soll ich messen. Gut. Da fliegt die Sturm. So weit wie möglich ist für euch. Jetzt besser. Genau 30. Handbremse ziehen und Becher hoch. Das Voraussetzung hat jeder, die Scheiße. Soll ich halten? Nein, das gibt nicht. Der Fahrer muss halten. Nee, besser nicht. Aus dem Fenster halten, ne? Und dann zweimal rum. Ja. Wenn dann herausfordern, haben wir ganz dran gedacht. So, einmal aussteigen, Becher annehmen, zwei Runden drehen und vier wieder halten. Wo muss ich denn da rund fahren? Ja, hier rund. Zweimal rund fahren und dann hier wieder anhalten. Ja. Den Becher raushalten. Becher raushalten, ja. Ist aber schwierig ohne Servolenkung. Eine Hand. Also. Guter Korb ist immer noch ein zweitklassiger Kellner. Ja, ihr seid ja tolle Würste, ey. Klasse. Sollte ja mal ein bisschen Herausforderung werden, ne? Ja, genau. Thank you.
Bis dahin, wo der... Hätte ich das gewusst, hätte ich die T2 mitgebracht. Nee, der hat ein weiches Fahrwerk. Ich glaube, der hat auch sehr viel drin. Und trinken den Rest, ja, gell? Ja, jetzt wird erst noch ein bisschen Wein getrunken. 182. So, Differenz? 35. So, wer hat den Zettel? Einstein, Tür zu, Becher nach außen halten, zweimal im Kreis fahren. Ja. Hast du nichts im Auto drin, Matthias? Das ist alles im grünen Bereich. Ja, klar.
noch gut aus. Das ist wahrscheinlich vom Schwitzen. Das ist ja nach dem Doppelbaum. Ja, ich kann verlieren. Jeder hat das gleich gemacht. Ich habe zu viel reingemacht. Ich habe da extra gemacht. Ja, wir suchen die Weinkönigin von Kröken. Genau. Ach, hallo. Aber der wird hier drin stehen. Habt ihr den Baum des Jahres? Ja. Ja. Was ist denn? Bist du Ahorn oder was? Spitzahorn. Spitzahorn.
Das ist ein Dreamteam, es ist das absolute Dreamteam. Ein Frauenteam, was den ersten Pokal gewonnen hat. Deshalb habe ich gesagt, ich habe so ein gutes Bauchgefühl. Es ist wirklich so. Ganz toll, alles richtig gemacht, wunderbar. Der erste Platz. Morgen Mittag ist hier die große Oldtimer-Rundfahrt, wo auch die historischen Oldtimer, also die Vorkriegsmodelle, allesamt 20 Stück in diesem Jahr mitfahren werden. Dazu darf ich Sie, liebe Oldtimer-Freunde und Oldtimer-Fahrer, natürlich auch ganz herzlich einladen, da mitzuwirken, mitzufahren, wenn Sie möchten. Da habe ich den, kann ich genug gut, gell? Ja, ja, ja. Thank you.